Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Ich habe das letzte Mal hier angefangen mit dieser Mauer. Und da bin ich jetzt natürlich noch am Überlegen. Ups, was ist nun? Also manchmal ist es ein bisschen komisch mit dem Spiel, dass da irgendwelche Sachen passieren, genauso wie das letzte Mal ja in dem Erbauerglas. Ich kam da nicht mehr raus aus dem Menü und dabei ist es ja eigentlich nur einmal auf G drücken, in meinem Fall, und dann wieder auf G drücken. Aber das hat nicht funktioniert. So, das hier gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Allerdings möchte ich das dann auch noch ein bisschen verzieren. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich das verzieren kann. Jetzt schaue ich mal ganz kurz dahin. Ich weiß nicht, ob ich der... Mann, die kann ich ja wieder umwandeln, ne? Mal schauen, ganz kurz. Müsste ich allerdings euch mal vielleicht wegmachen? Und zwar mal einfach bis daher. Nee, da gefallen mir die anderen Lebensteine besser. Da ist das hier, finde ich, besser. So. Ihr merkt wahrscheinlich, bei mir rumort es im Kopf, weil ich jetzt nämlich nicht genau weiß, wie ich dann hier weitermache. Aber ich habe von den Teilen nichts mehr, ne? Von den Dekosäulen. Okay, machen wir dann mal noch welche. Und zwar die hier. Also ich denke, schwarz machen tue ich es auf jeden Fall. So. Dann schauen wir mal, wie das ist, wenn ich... Ich muss mich jetzt halt allerdings dahin stellen. Einmal auf G bitte. Das bringt mir jetzt allerdings nichts. Hallo. Wegzoomen. So, jetzt. Nee, okay. Ist in Ordnung. Ach so, ja. Wie ist es denn, wenn ich von hier vorne hier welche platziere? So und so. Jetzt müsste ich allerdings dann... Ich kann die halt bloß nicht drehen, ist das Problem, ne? Ich kann den zwar nehmen, aber... Sobald ich den hier hinsetze, habe ich den... Ach nee. Okay. Okay, das funktioniert. Dann warte mal. Ja. Müsste ihn quasi jetzt halt hier auch platzieren. Nehmen. Eins, zwei, dreimal... Nee. Oh. Okay, warte. Ich muss wieder von hier vorne hin. Sonst geht es wieder nicht. Genau, an die Stelle. An die Stelle. Dann gehen wir mal da in die Mitte. Und dann probieren wir das hier auch nochmal.
einmal äußerer Bereich. 1, 2, 3 und einmal dann dahin. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, und das was Ähnliches dann hierhin. Allerdings dann eben hier einen und hier einen und der will gedreht werden. Ja. So, da würde das dann quasi so weitergehen. Und jetzt müsste da... Jetzt müsste hier, jetzt müsste da... schauen wir mal. Ob ich diese Zinnen hab. Da. Eins. Okay. Eine habe ich, die ist nicht sehr viel. Die sind, glaube ich, auch bei Deko. Nee, die sind nicht bei Deko. Aber die hier sind bei Deko. Da machen wir mal noch 5 Stück. Da sind sie. Keine Ahnung, machen wir 50. Jetzt müsste ich nur... Da weiß ich halt nicht, ob ich die jetzt da drauf bekomme, ne? Vor allem weiß ich nicht, wie das ausschaut. Bauerglas schön und gut, aber manchmal würde ich gerne auch ein bisschen noch wegzoomen können. Nee, das ist dann nix. Das ist dann überhaupt nix. Wenn, dann müsste ich das im Grunde nochmal um 1 rausbauen. Wir machen jetzt da mal zu. Hups. So. Immerhin ist das ja das nächste Stockwerk, kann man sagen. So. Essen wir mal ganz kurz. So, dann probieren wir das nochmal. Und zwar damit. So, dich habe ich gedacht hierhin, aber das funktioniert ja gar nicht. Weil die sind ja nur 2 breit, ne? Ist das Problem. Da könnte ich so ein Ding hinmachen. Da geht es natürlich nicht. Aber gut. Hier wäre dann quasi das Next. Nein, wäre nicht. Weil da dann wieder so ein Dreierteil kommt. Und dann, ja. Das passt schon. So. Ah, leg dich hin. Ich hätte nämlich gerne auch Licht. Und nicht nur Licht, vielleicht auch ein kleines bisschen Gedüdel im Hintergrund. So. Dann gucken wir jetzt mal, wie das ist mit... Wenn ich das einfach mit den Steinen hier wieder mache.
Ich ziehe das jetzt einfach mal bis davor. Notfalls muss ich es halt dann leider wieder wegmachen, wenn es mir doch nicht gefällt. Ja. Das finde ich nicht verkehrt. Und es stört auch nicht, wenn das hier so drüber raussteht ein bisschen, ne? Ja, why not? Das einzige Problem, was ich jetzt halt schon wieder befürchte, ist hier der Rand. Dass ich wieder um das eine Teil hier zu weit rauskomme. Und den hier. Und dann das hier nicht machen kann. Okay, solange ich jetzt diese leeren Felder da unten nicht genau an der Stelle habe, geht's, ne? Aber ich glaube, da vorne ist es zum Beispiel der Fall, dass ich dann wieder keine Verzierung nach außen machen kann, weil da schon wieder der Abgrund ist. Oh Mann. So, und die Mauer hier draußen, die passt mir schon. Die sieht man eh nicht, wenn man so will. So, allerdings muss ich jetzt auch sagen, wenn ich hier einen Boden reinmache. So, zum einen müsste ich mal die hier wieder rausmachen, weil es soll ja dann gleichmäßig sein. Solange ich da hinkomme, ist okay, ne? Das war's dann. Also, das heißt, ich muss auf jeden Fall noch welche von den Steinen machen. Geh da raus. Danke. Wir gehen erst einmal ans Sieb. Dann machen wir nämlich hier erstmal welche. 100 Stück kann ich machen. Okay. Aber das ist jetzt die normale Fachwerkmauer, ne? Hm. Hatte ich nicht nur 100? Machen wir mal so. Reicht mir jetzt erst einmal. Oh Mann. Ach komm jetzt. So. Okay. Entschuldigung. Dann sind die Fenster hier. Und da muss ich ja jetzt wieder hüpfen. Geh mal raus aus dem. Thank you.
Okay. Von den Mauersteilen hätte ich jetzt auch noch was machen können gleich. Da. Keine Ahnung, machen wir mal plus 100. Achso, ich habe welche einstecken. 129 Stück, alles klar. Na? Dann wäre 1, 2, 3 bis daher. Dann bin ich ja hier drüber. Und 2 und 3. Okay. Dann einmal auf den Bauer. Wie habe ich das da vorne gemacht? Da habe ich ja die Rundungen. Ja, das stimmt schon. Da muss ich nur auch jetzt halt auf der Höhe. Ja. Die müssen weg. Die müssen weg. So, und zwar sind das jetzt zwei. Da auch zwei. Ach, und dann kommst du hier noch weg. Und dann kommt hier der Quer. Das da. Tun wir die Säulen weg. Und das da. In dem Fall wird er dann hier zugemacht. Dann brauche ich diese zwei hier. Ach halt, warte mal, die da müssen ja auch weg. Bin ja doof, da müssen ja die Ecken noch rein. Ja, müssen noch zweimal die Ecken rein. Schauen wir mal, ob ich die von hier aus platzieren kann. Ich hoffe es. Ja, danke. Halt. Aufsetzen. Bleib halt da. Hallo. Danke. Und hier muss ich draufstehen. Das geht nicht anders. Oh, warte mal, ich bin doch auf der Höhe. Ja, ja. Wie habe ich das jetzt? Hilfe. Ich habe das hier drinnen so gemacht und außen habe ich's mit den Fenstern gemacht, genau. Okay. Ja. Und die hier kommen dann daran. Dann kommen noch mal zwei von denen. Und der Rest mit denen hier. So. Da brauche ich jetzt natürlich auch wieder diese Wappen, die in Schwarz.
Aber irgendwie, ja, da habe ich das eine Fenster schon zu weit reingesetzt, ne? Ja. Okay. Sekund. Dann kommst du weg. Gut, jetzt. Jetzt passt's. Und wenn ich erst einmal so einen Mauerabschnitt habe, dann ist es ja genial. So, hier oben drauf kommen dann die Weißen. Das war eins zu viel. So, und dann... Ja, so. Da brauchen wir auf jeden Fall noch welche. So allzu viel quatschen tue ich nicht. Ich bin so konzentriert auf das, wie ich das mache. So, dann machen wir jetzt halt mal noch von den Lehmsteinen welche. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Ne, weil ich keine Lehmsteinmauer mehr habe, ne? Das heißt, ich muss erst einmal Lehmsteinmauer machen. Und dann kann ich die doch einfach so lassen. Ist egal. Dürfte eh nichts passieren. So, dann brauchen wir... Da wieder welche. Dann machen wir jetzt gleich mal 20 Stück. Und ich brauche... Das Ganze bitte einmal in... bunt... So, und dann noch nichts weiter. Dann noch nichts weiter, gut. Okay, dann muss ich jetzt halt wieder mit dem Bauerglas machen. Geht nicht anders. Geht schon anders, aber das wäre umständlicher. Das kann man machen. So, und dann müssen jetzt die Fenster wieder hier hin. Und das dachte ich mir, dass das passiert. Damit ich kann ich so machen. So was Doofes. So. Die Wappen hätte ich noch gleich machen können, ne? Ja, aber das finde ich gut.
Boah, wie viel machen wir denn da? Ich mach mal 20 jetzt. Ich bin voll. Warte mal, dich kann ich wegtun, euch kann ich wegtun. Dann tun wir lieber, die haben wir draußen. Ja, es passt schon. Hölzerne Säulen habe ich ja in Schwarz. Überleg. Achso, stimmt, ja, mit sich gewundert. Hier sind sie. Oh, ich will aufsteigen. Tja, da ist dann die Frage, wie ich das da drinnen mache. Aber ich glaube... Da bin ich jetzt halt eins drüber gegangen, also bräuchte ich quasi... Halt. Du musst da drüber raus. Ich da mal gucken. Also das würde jetzt halt im Grunde hier zu werden als Boden. Allerdings überlege ich immer noch, ob ich nicht Leuchtkästen da dahinter mache. Habe ich noch welche? Nee, ich habe gar keine mehr, ne? Nee. Dann müssen wir bloß mal gucken, wie was ist, ne? Von den Farben her. So, Leuchtkasten. Goldbarren haben wir noch und Glas haben wir noch. Wir können also gut mal 50 Stück machen. So, und die Frage ist jetzt, wie schaut welche Lampe aus? Also weiß kennen wir. In Schwarz weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das ausschauen soll. Gehen wir runter. Einmal auf Geld, dann brauchen wir dich nicht, aber dich. Mach das jetzt mal hier in die Mitte. Ich denke mal, dass man das so richtig erst sieht, wenn es Nacht ist, ne? Tja. Ansonsten ist ja das Licht immer gelb, ne? Ja. Das ist ein komisch leuchtendes Gelb.
Aber wir machen das jetzt mal ganz kurz dahin. Das sieht sogar besser aus, glaube ich. So. Ich glaube, das ist gut. Meine Leuchtkästen kann ich ja genauso häufig bauen wie alles andere, also. Dann wäre der Gang unten beleuchtet. Und wir hätten. Da könnte man dann im Grunde immer die hier rein tun. Als Füllung. Achso, jetzt habe ich schon wieder keine mehr. Okay, aber ich denke mal, dass klar ist. Dann wäre das halt echt toll beleuchtet. Und zeitlich dann noch ein paar Fackeln da drauf. Und man könnte. Jetzt noch mal gucken, ob das und wie das ist, wenn ich. Geh mal in die Ego-Perspektive. Ach, da komme ich nicht hin, ne? Warte mal, dann nochmal raus aus dem. Dann gehen wir auf V. Auf. Okay. Dann wäre das nämlich ein bisschen höher, was dann auch wieder einen tollen Effekt hat, finde ich zumindest. Und also gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Und durch das, dass das jetzt hier so beleuchtet ist und das dann auch ringsrum passieren soll. Also da muss ich noch schauen, wie ich das mache, aber ich glaube, auch hier kann ich Leuchtkästen dahinter setzen ohne Probleme. Ah. Jetzt. Danke. Nee. Warte, das brauchen wir. Muss ich jetzt mal die Mauern hier wieder herstellen? Jawohl. Ach nö. Wo seid ihr? Ach, da hatte ich einen ganzen Stapel, ne? Mit 990. Ja, ist okay. Jetzt einfach mal zu. Und dann wäre aber das hier im Grunde schon die höchste Höhe. Man braucht nicht noch höher. Dann kann man nämlich hier laufen. Und es soll auch so bleiben. Und als als Ausguck
könnte ich... Machen wir mal frei. Schauen wir mal. Die Zierzinne. Dieses steinerne Segment in der Form eines Pyramidenstumpfes ist dazu gedacht, die Spitze eines Turms zu zieren. Genau, und deswegen mache ich die jetzt auch einmal 10 Stück. Und dann schauen wir mal das jetzt noch an. Es ist abartig, wie schnell die Zeit vergeht. So, und die würde ich dann eben nur... Ich bräuchte eigentlich alles, was ich da oben drin habe, bräuchte ich. Da. So. Und das wäre dann im Grunde... Ist ja eigentlich bei jedem zweiten mit drauf, ne? Wenn ich das da jetzt mache, dann zwei. Und das haut nicht hin, ne? Oder? Und da wäre noch mal einer. Doch, dann könnte das gerade so hinhauen. Ja, das passt. Warum gehst jetzt du da hoch, bitte? Also, das passt. Da, wenn ich dann die Säule da noch nach oben mache... Einmal auf G und dann einmal hier. Fiel da jetzt echt einer? So. Wie häufig mir das passiert, dass ich auf die falschen Tasten haune. So, du müsstest dann hier hin. Jawohl. Aber man sieht halt jetzt halt auch das vom Licht her das recht gut, ne? Doch, es gefällt mir. Das gefällt mir. Alles klar. Aber das soll es dann auch für heute gewesen sein. Jetzt schon wieder fast bei einer Dreiviertelstunde. Wenn euch der Part gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne Kommentare da lassen. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut und ciao, ciao.